Willkommen zurück in Lost in Minecraft Explorer. Ja, wie ihr wisst, ich habe mich verlaufen. Naja, ganz glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man ein bisschen heller ist draußen, könnten wir uns wiederfinden. Aber notfalls habe, werde ich mal hier einen Gang nach unten machen. Ja. Das wirkt jetzt kurioser, als es ist. Es geht einfach darum, Redstone zu finden und mit etwas Glück auch Eisen. Damit wir einen Kompass bauen können. Was ich eigentlich jetzt schon längst machen sollen. Aber okay. Das passiert ab und zu mal. Sollte zwar nicht passieren, aber ich kann dafür nichts. Oder doch, ich kann schon dafür was, wenn ich mich die ganze Zeit mit irgendwas verleiten lasse. So, das wird ein bisschen tiefer. Und nochmal Licht an. Budde, 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 budde. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was macht der da? Klar, er sucht nach Redstone, aber warum buddelt er so komisch? Das ist ganz einfach Grund, so komme ich am schnellsten nach unten. Auch wenn ich mich jetzt wundere, dass hier ein Dungeon in der Nähe ist, laut Musik. Ja. Oh. Dungeon könnte ganz gut sein, auch wenn wir mit Gegnern zu tun haben, weil manchmal eben Schätze da sind. Machen wir hier die ganze Sand weg. Mal noch ein bisschen Licht ins Geschehen. Und hier auch noch mal ein bisschen. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht finden wir hier irgendwo. Leider höre ich kein Wasser, was ich mir bei Sand eigentlich gehofft habe. Leider höre ich auch nichts irgendwie wie Zombies oder so, was mir auch beim Dungeon erhofft habe. Ist ja nicht Sand, okay, ist Erde. Ich habe gerade gesagt, was mir bei Sand erhofft habe, aber ist Erde. Tag ist es glaube noch nicht, dafür ist es zu früh. Hier haben wir Kies. Ach. Wenn ich doch bloß eine Anhalte oder eine Quelle hätte, wo ich wüsste, jetzt geht's irgendwo hier lang, wo ich sicher bin, dass ich irgendwas finden werde. Aber nein, so ist es leider nicht. Deswegen graben wir uns noch tiefer hier rein und hoffen, dass wir uns irgendwie finden. Ja, das geht mir auf den Senkel. Einfache Methode des Abbaus. Schnell genug sein oder und auch nicht zu schnell. Und hier haben wir schon wieder Erde. Ach man, ihr wollt mich doch. Das war doch bestimmt ein schlechter Scherz, dass es hier angeblich ein Dungeon sein soll. Gut, wir gehen nochmal hoch. Bung, 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 knallen dauernd mit dem Kopf hier rauf. Und ich höre immer noch ein Skelett hier. Aber es ist gut. Es ist hier in der Nähe. Kann mich nicht angreifen. Ich kann aber angreifen. Wow. Komm näher ran. Du Skelett. Du. Hahaha. Und es wird heller. Das ist ein gutes Zeichen. Oha, der hat sich ja echt nicht die Mühe gegeben, daneben zu schießen. Hier haben wir ja den Dungeon. Die ganz vielen Spinnen, die hier nicht reinkommen, rauskommen. Hier sieht man, hier ist ein Monster-Spawner, hier haben wir Schatztruhen. Müssen wir unbedingt wieder zurückkommen. Und ich darf nicht zu nah rangehen, auch wenn die nicht rausspringen können. Kann es immer noch so sein, dass die ja zufällig vielleicht eine Eröffnung ist oder das so ist. Klein Moment mal. Sorry wegen der kurzen Unterbrechung. Ja, das passiert. So, wo war ich? Genau. Wir müssen aufpassen, dass die Spinnen uns nicht angreifen. Auch wenn wir nah genug dran sind, kann es das passieren, dass sie uns einfach, ja, töten werden.
Aber die Stelle müssen wir uns unbedingt merken. Und ich suche mal hier nochmal. Hier habe ich eine Fackel platziert. Hat hier Licht gesehen. Okay, ich höre nochmal einen Zombie. Und hier sehe ich wiederum, hier ist ein Zombie auch schon verbrannt. Und hier ist ein Creeper. Verdammt. Ich. Und hier ist noch ein Zombie. Ach, hier war die Höhle. Ah, Creeper unterwegs. Ah. Ah. Stirb, du Creeper. Aber der hat nichts hinterlassen. Schade, wirklich. So, wir gehen mal in die Richtung. Da ist zumindest Wasser. Kimmen wir dieses Stückchen Wasser? Warte mal. Jetzt kommt es mir langsam wieder bekannt vor. Ich denke zumindest. Ein paar Zombies gestorben. Ich muss mal hier hoch. Ha! Hier ist der Schnee. Oder haben wir schon wieder neuen Schnee gefunden? Ich weiß es nicht. Verdammt. Nee, ja. Merkt euch, man sollte sich nicht zu weit rauswagen. Oh Gott. Hier sind eine ganze Menge Höhlen. Ah, hier war der Schnee, da waren wir gewesen. Oder auch nicht. Und hier. Gott. Hier haben wir Kohle. Und hier haben wir überall riesengroße Löcher. Jetzt bin ich mir nicht sicher, wenn ich Richtung Ozean laufe. Ist es der Ozean, wo wir herkommen? Oder ist es ein Ozean, der ganz anders ist? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh Gott. Ich würde fast sagen, wir laufen wieder zurück und buddeln uns wirklich nach unten. Okay, das ist mehr als skurril hier alles und das kommt mir ein bisschen sehr unbekannt vor auch alles. Jetzt bin ich hier und ich bin eine Schneelandschaft. Also okay, hier waren wir noch gar nicht. Wir laufen zurück. Also die Richtung schon mal gar nicht. Ich habe gedacht, die Berge, die haben mich von der Formation her so geähnelt, wo wir letztens vorbeigelaufen sind. Ja. Lost in Minecraft, würde ich sagen. Da oben, ich glaube hier, dieses ganze Gelände ist vereist. Das ist Wasser auch vereist. Ja, jetzt ist schön, jetzt finden wir auch Eisen. Okay, da können wir gleich mal abbauen. Super, haben wir das abgebaut. Und der welche Höhle. Ach, ist das nicht toll. Minecraft-Welt ist ja sowas von groß und ich muss mich verlaufen. Damals hatte ich eigentlich einen ganz guten, super Trick gehabt, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich das... Ich wollte eigentlich dort immer in der Nähe bleiben, aber... Lief wohl nicht so gut. Gut. Hier waren wir aber bestimmt. Auch wenn die Bäume sich alle ähneln hier. Die ähneln sich sowas von. Ach, verdammt. Ah, hahaha. Guck mal, was wir gefunden haben. Welche Ironie. Pumpkins. Die habe ich noch nie gefunden. Jetzt habe ich sie endlich mal gefunden. Wow. Ich glaube, da ist Licht. Genau, da ist Licht. Heilige.
Oh, ich weiß nicht, ob ich gut hier runterkomme. Sorry, aber ich mach mal kurz Peaceful. Damit ich mich heile. Ich glaube fast, wir sind. Das sieht gut aus, Jungs. Das sieht gut aus. Genau. Haha. Das war die Stelle, wo wir schon mal gegraben haben. Und genau. Hier haben wir ein Zwischenlager gebaut. Stimmt. Also kommen wir aus der Richtung hier. Die Richtung müssen wir laufen nächstes Mal. Und da werden wir zu dem Monster-Spawner gehen, würde ich sagen. Und vielleicht bauen wir uns da eine kleine Monsterfalle. Wollten eh schon alle. Bevor ich mich jetzt grob verlaufe. Mal wieder. Da ist, glaube ich, der Hügel, wo wir herkommen. Autsch. Genau, wir müssen hier mal durchrollen. Ich guck gerade, wie viel Kohle habe ich jetzt bei mir. Ja, zu wenig eigentlich. Aber ernsthaft gesagt, ich will zurück. Und will mich vorbereiten, wenn wir wirklich dorthin laufen. Also wir müssen hier lang. Hier waren wir auch vorbei. Hier lang geradeaus und dann nach links abbiegen. Und dann sehen wir irgendwann die Monsterfalle. Oder den Monster-Spawner. Und Leute, ja, ich sag's normalerweise nicht, aber ich würde gerne, falls ihr mit wollt, hier ist auch unser Lager dann gleich, wenn wir das die Bahn fertig gebaut haben da oben, würde ich zurückgehen. Jetzt haben wir schöne Pumpkins dabei, das ist toll. Will ich zurückgehen und dann, ja, den Spawner, den Monster-Spawner zu einer Monsterfalle ausbauen. Dazu muss ich aber aus Peaceful erstellen, sonst würde die ganze Zeit hier von Monstern angegriffen werden. Falls ihr das auch wollt, falls ihr sagt, oh ja, cool, wollte ich schon haben, dann schreibt mir das. Das Schöne ist, dieser Monster-Spawner ist erstmal überhüllt, sodass die ganze Zeit da Monster rauskommen können. Und zweitens mal ist das Schöne bei dem Monster-Spawner, dass der auch an der Oberfläche ist, also relativ weit oben. Also wenn ihr wollt, das ist ein idealer Monster-Spawner. Und es wird gleich wieder Nacht. Aber ich will mal was machen. Ich habe ja gesagt, ich will hier Beleuchtung machen. Und dann machen wir ganz besondere Beleuchtung. Dafür brauchen wir keine Crafting-Box. Wir machen Jack-O-Lantern. Nämlich Pumpkins, die leuchten können. Und die platzieren wir hier hin. Und man sieht schon hier, boah, das Gesicht. Okay, es kommt in die Richtung. Wollte ich eigentlich nicht machen. In der Richtung guckt. Ja, genau. Und es soll die Zombies abschrecken. Es soll auch leuchten. Können wir mal noch gucken in der Nacht. Also denkt dran, wenn wir hier oben fertig sind, dürfte mir allzu lange dauern, einfach die Monsterfalle ausbauen. Würde mich freuen, wenn ihr es wollt. Ja. Jetzt sind wir wieder hier. Huhu. Trautsheim. Ihr wisst schon. Jetzt haben wir auch Eisen nochmal. Lagern wir erstmal. Kohle lagern wir auch ab. Oh Mann. Kürbis lagern wir ab. War das eine Reise? Hätte ich gedacht. Puh. Gut, ich werde hier für heute Schluss machen. Ich hoffe, ich habe die Zeit nicht wieder überzogen. Ich wünsche euch hier einen schönen Tag und ja, schreibt mir, ob ihr das so wollt oder nicht wollt. Bis dann. Ciao.